Hugo Larsson, sensationell. Dankeschön. Korrekte Entscheidung. Und jetzt ist das Ding drin. Der Deutsche Bank Park am Sonntagabend. 55.800 Fans gehen zufrieden nach Hause. Okay, 2.000 Heidenheimer nicht, aber großen Respekt, dass sie zu der Anstoßzeit da waren. 2:0 gewinnt unsere Eintracht durch Tore von Larsson und Ansgar Knauf gegen Heidenheim. Und wir werfen den Blick auf dieses Spiel und damit Gude zu drüber gebabbelt. Die Spieltagsanalyse aus dem Deutsche Bank Park. Die Atmosphäre bei dieser Partie, sie war großartig. Die Fans waren dafür zuständig und deshalb fangen wir heute mal mit den Fans an. Mit euch, eure Meinung zu diesem Spiel. Das Spiel war super. Also ich habe nicht gedacht, dass es so ausgeht. Aber dadurch noch mehr Freude, dass das jetzt doch ein 2:0 geworden ist. Die Stimmung war der absolute Hammer im Stadion. Merkt man vielleicht auch an meiner Stimme. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Aber das war es dann auch. Wir haben gewonnen. Es war schön, sie haben gekämpft. Ich habe mich gefreut. Sie haben alles gegeben. Und schön kommt vielleicht das nächste Mal. Ich glaube, viele Leute meckern immer viel. Aber vor der Saison war es ziemlich eindeutig, was passiert. Und wenn man jetzt bis zur Winterpause mal schaut, dann müssen wir alle mal ein bisschen ruhig bleiben und dann gucken wir mal, was nach dem Winter passiert. Ich bin mit anderen Erwartungen reingegangen, dadurch, dass die letzten Spiele nicht so überragend gelaufen sind. Aber heute haben sie gezeigt, dass sie wieder was drauf haben, auf jeden Fall. Hugo Larsson, sensationell. Ja, Larsson ist natürlich aufgefallen, ne? Mit seinem ersten Tor, das war natürlich super. Er hat auch mal geschossen. Entgegen der anderen, die haben immer wieder quer gespielt. Der Larsson hat es gut gemacht. Sehr viel Larsson-Liebe also bei euch. Und jetzt wollen wir den vierten Schweden, der für Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga getroffen hat, nach Johnny Ekström, Jan Svensson und Brane Rigota hören. Und vor allem wollen wir wissen, was war das für ein Gefühl, vor dieser Kulisse im Deutsche Bank Park zu treffen? Top feelings. As you say, to do it here in front of our home crowd is so good. Finally I got my first goal and now hopefully there will be more. But yeah, the most important today was to get the win. And we spoke about it before the game that today we really need 3 points and that's what we got. How was the first reaction in the dressing room or on your handy? Did you got some messages after the goal? I haven't actually been in the dressing room yet. I had to be here all the time. So no, but they were happy for me already in the halftime. So of course they saw that it was a big release for me and that I was happy. So they're all good boys. They were cheering me on. And how important was this win for the head? Because now it's the international break. There's a lot of time before the next game. How important was it? Very important, I think. As you say, now we're not playing together for 1.5 weeks or something like this. So to go into a vacation for some guys and for us and for me and another guys to national team with this feeling is very positive. And I think this will help us also when we come back, knowing that we won the last game. So it's very good. Hugo, thank you and congratulations again. Dankeschön. Wir haben zu danken. Taxo Mücke. 12,9 Kilometer ist er gelaufen, 89% Passquote, also absolute Topwerte. Mit denen geht es für Hugo Larsson zur schwedischen Nationalmannschaft. Topstimmung natürlich auch bei Eintracht FM. Das Spiel wurde kommentiert von Lars Weingärtner und Ralf Gunisch und die haben danach nochmal analysiert und zwar zusammen mit einem neutralen Journalistenkollegen. Der Deutsche Bankpark erfeiert 2:0 Heimsieg gegen den ersten FC Heidenheim. Und insgesamt muss man sagen, es war ein verdienter Sieg. Das werden wir bestimmt auch jetzt nochmal hier besprechen. Ralf Gunisch an meiner Linken, Christopher Michel von Sport 1 an meiner Rechten. Ralf, verdient, glaube ich, trifft es ganz gut, oder? Verdient trifft es, ja. Wobei ich auch sage, ein verdienter Arbeitssieg. Also es war schon wirklich ein hartes Stück Arbeit. Heidenheim ist hier gut, sehr kompakt aufgetreten. Das ist ihre Spielweise. Und das mussten wir uns über 90 Minuten hart erarbeiten. Haben gerade im zweiten Durchgang ein paar spielerische Elemente noch drin gehabt, wo wir dann vielleicht noch ein Tor mehr hätten erzielen können. Aber ich denke, zu null, 2 Tore geschossen, damit sollten wir jetzt für den heutigen Abend zufrieden sein. Das denke ich auch, Chris. Aber wie siehst du es? Hast du Punkte, wo du sagst, da können wir vielleicht auch noch besser agieren? Also die Effizienz natürlich. Ich finde, es werden immer noch zu viele Chancen vergeben. Der Elfmeter von den Gang kam aus Giri, der kurz vor dem 2:0 die Riesenchance hat. Und auch, wie Gunesh sagt, einfach, dass so im letzten Drittel immer noch so diese letzte Zielstrebigkeit, da war noch die Doppelchance mit Shaibi und Knauf. Da steht es hier 3:0, dann ist der Deckel so richtig drauf und du zitterst am Ende nicht mehr, brauchst auch keinen Monster-Save von Kevin Trapp. Ja. Da kann man noch dran arbeiten, aber ich finde alles im Allen, das war heute so ein Heimspiel, das hat mal wieder so Vibes gehabt, wo es, glaube ich, den Leuten auch Spaß gemacht hat. Die Mannschaft wurde jetzt lange verabschiedet und daher, ich glaube, heute kann man wirklich Arbeitssieg, Pflichtsieg, aber die Mannschaft hat es auch gut gemacht.
Ja, insgesamt muss man sagen, dass die Eintracht das dann trotzdem souverän zu Ende moderiert hat. Wie wichtig ist dieser Sieg nach den zwei Niederlagen? Extrem wichtig. Also du hast in Wolfsburg diese sehr unglückliche, unnötige Niederlage, wie ich finde, dann in Griechenland mit dem Zustandekommen in der Nachspielzeit. Das ist halt super. Anderer Wettbewerb, aber trotzdem hast du zwei Pflichtspielniederlagen hintereinander. Deswegen sage ich, kannst du auch mal, ich verstehe die Punkte absolut, aber nach zwei solchen Spielen, du erzielst zwei Tore, klar, Elfmeter sollte nach Möglichkeit rein, aber du hast hier heute wirklich, hast auf einen Gegner getroffen, der es gut gemacht hat. So, und da musstest du dir wirklich, wie mit so einem kleinen Pickel, musstest du dir irgendwo diese Lücke erarbeiten. Und es hat gedauert, positiv, dass wir uns aber noch mehr Chancen rausgespielt haben, die zum Teil spielerisch sehr gut rausgespielt waren. Klar, wenn wir über die Chancenverwertung an sich diskutieren, dass der Sieg vielleicht höher ausfällt, dann sind wir schon auf extrem hohem Niveau. So weit sehe ich uns noch nicht, sondern Sieg und da jetzt halt anknüpfen und so weitermachen. Christopher, wen hast du heute gut gesehen oder vielleicht auch, wen hast du weniger gut gesehen? Wobei ich fand, keiner ist heute so richtig abgefallen. Abgefallen ist keiner, also gut. Ein von mir oft gescholtener, Aurelio Buta, fand ich sehr, sehr stark heute seine Leistung. Sein Pass schon im Elfmeter, auch sein Pass dann zum 2-0. Erfreulich, glaube ich, für Ansgar Knauf. Ich habe so das Gefühl, da hat sich dieses ganze Stadion mal gefreut, außer die 2000 Heidenheim-Fans, dass er getroffen hat. Über die Defensive müssen wir, glaube ich, bei Eintracht Frankfurt kaum noch reden. Die ist, so die ist wirklich so stabil geworden. Mamouche bis zu seiner Verletzung, wo ich einfach finde, immer noch so ein Tick Luft nach oben, was seine Dominanz angeht, ist gierig. Ich finde, er hat immer noch zu viele Unsicherheiten in seinem Spiel, in seinem Passspiel. Das kann noch souveräner sein. In Gang kam, hätte dieses Tor einfach gut getan. Und natürlich bei den positiven Erscheinungen, Einnahmen, glaube ich, müssen wir nennen. Hugo Larsson, 19 Jahre, erstes Bundesliga-Tor, Passquote 90%. Brutal. Ich war vor der Saison ein bisschen skeptisch, ob er schon so weit ist, was sehr hier runterrobbt. Ich glaube, da müssen wir nichts sagen. Das ist ein Mega-Juwel und Dino Topmöller darf das in Ruhe weiterschleifen. Das denke ich auch. Da haben die Fans auf jeden Fall auch noch einiges dazu gesagt. Letzte Frage nochmal, Ralf, die Abwehr. Wir haben eben gerade auf dem Würfel die Tabelle gesehen. Ja, wir haben nur 6 Tore geschossen, okay. Aber wir haben die beste Abwehr der Bundesliga mit 5 Gegentreffern. Die sind wuchtig, die sind aber auch spielerisch gut. Gibt's da ist nicht mehr so viel Luft nach oben, weil du kannst ja nicht mal weniger zulassen. Grundsätzlich ist immer Luft nach oben. als Trainer findest du immer was. Aber nein, es ist schon so, dass Robin Tuta und auch William gerade im Verbund sich sehr gut ergänzen. Haben ein gutes Aufbauspiel. Gerade Robin auch mit mutigen Schnittstellenpässen. Tuta kann sie spielen. William traut sich immer mehr. Aber in erster Linie erstmal Abwehrspieler. Und das sind halt auch 3 Kanten. So, an denen musst du dann auch erstmal vorbei. Dazu die Sechser mit Larsson und auch Skiri, der wieder gefühlt 24 Kilometer heute unterwegs war. Also das ist schon das ist ein Zusammenspiel, was momentan gut funktioniert und was grundsätzlich halt auch die Basis dann ist. 2-0 Heimsieg hier im Deutsche Bank Park gegen Heidenheim. Damit können wir leben. Zurück zu dir, Marc. Ich würde sagen, damit können wir alle leben. Tja, und so sah es im Netz aus. Eure Reaktionen waren folgende. HSPLP Stefan schreibt, klassisches Spiel und wichtiger Sieg vor der Länderspielpause. Mir hat Nacho nach seiner Einwechslung echt gut gefallen. Für Ansgar freut mich sein Tor. Ich hoffe, das war heute der ersehnte Brustlöser. Hannes Powers schreibt, endlich mal ein Trainer, der rotiert und auch mal den jungen Spielern eine Chance gibt. Pro Topmöller, Ausrufezeichen. Micha 11124, endlich mal aggressiver und einfallsreicher Offensivfußball. Bestes Spiel in dieser Saison. Und der oberste Fan war natürlich heute unser Kapitän Sebastian Rode, der noch verletzt ist. Er schreibt, verdienter Heimsieg gegen Heidenheim. Gratulation an das Team. Ich hoffe, dass ich nach der Länderspielpause gegen Hoffenheim wieder dabei sein kann. Ich arbeite daran. Und auf die Rückkehr von Sepp Rode freut sich sicherlich auch unser Trainer Dino Topmöller. Er wirft einen Blick auf den Saisonstart. Bundesliga ist einfach brutal. Fast alle Spiele sind gefühlt 50-50 Spiele. Und du musst versuchen, die Spiele auf deine Seite zu ziehen, indem du intensiv arbeitest. Und wir sind mit der Entwicklung von den Jungs zufrieden. Wenn ich auch wieder sehe, die defensive Stabilität. Und wir haben jetzt in Saloniki auch aus einer Viererkette verteidigt, heute aus einer Viererkette verteidigt, weil oft gesagt wurde, Frankfurt kann nur aus einer Fünferkette verteidigen, wenn die schon hören, Viererkette. Wie die Jungs das adaptieren, auch nochmal im Rückblick auf das Spiel in Griechenland. Tuta spielt erste Halbzeit Rechtsverteidiger, dann wechselt er mal andersrum, dann ist Pacho auf einmal Linksverteidiger. In allen Positionen machen die Jungs in der Verteidigung das einfach überragend und wir müssen genauso weitermachen. Tabellarisch stehen wir auf Platz 8, 10 Punkte nach 7 Spielen, nur 5 Gegentore, 3 von 4 Heimspiele übrigens, ohne einziges Gegentor. Der Plan ist folgender, Dino Topmöller gibt der Mannschaft 2 Tage frei, dann geht es in die Vorbereitung für das Freundschaftsspiel in
Leipzig bei Chemie. Und ihr könnt die Pause mit den Frauen überbrücken. Die Eintracht-Frauen in der Champions League, die Vorbereitungen, die liefen unmittelbar nach Schlusspfiff gegen Heidenheim an. Dienstag 19 Uhr Eintracht Frankfurt Frauen im Deutsche Bank Park gegen Sparta Prag. Ihr könnt mit dabei sein, es gibt noch Tickets, aber auch die Partie live bei Eintracht TV. Also es geht auf in die Champions League Gruppenphase, hoffentlich für unsere Frauen. Und euch wünschen wir eine gute Woche.